Sie strahlt nahezu keine Wärme ab, verbraucht wenig Energie und hält ziemlich lange. Die LED-Leuchte ist ein Multitalent. Das hat die Firma Dotspot aus Schwarzenbruck frühzeitig erkannt. Als einer der ersten Anbieter in Deutschland hatten die Hödels LED-Akzentlichtpunkte im Sortiment. Und das war mehr Zufall. Ja, Dotspot wurde eigentlich aus privatem Anlass gegründet. Als Elektrotechniker habe ich eben mitbekommen, dass die LEDs immer leistungsfähiger wurden. Und als wir dann für unser Haus Akzentlichtpunkte gesucht haben, dann gab es die nur noch nicht zu kaufen. Also mussten wir die selber entwickeln. Und ja, andere Leute fanden das auch noch gut. Und so haben wir dann irgendwann angefangen, in der Garage die ersten Leuchten zu produzieren. Daraus wurde eine Erfolgsgeschichte. Dennoch, leicht im internationalen Markt haben es Thomas und Bettina Hödel nicht. Als deutscher Produzent im Massenmarkt erfolgreich zu sein, ist ziemlich schwierig. Deswegen haben wir uns eine Marktnische ausgesucht, wo wir eben hochwertige LED-Produkte fertigen, die den qualitätsbewussten Kunden ansprechen. So hat es zum Beispiel der kompakteste Gartenstrahler bis in unsere heimischen Gärten geschafft. Und die Kombination von Funktion und Design dieser Leuchte wurde mit dem Red Dot Design Award 2012 ausgezeichnet. Zahlreiche Beleuchtungsprojekte haben die insgesamt 18 Mitarbeiter schon realisiert. Vom Nürnberger Kettensteg über den Wiener Prater bis nach Singapur. Für die Zukunft stehen noch weitere große Pläne an. Der Vorteil der LED ist halt einfach auch die Größe und die spezifischen Eigenschaften. Man kann hier Leuchten bauen, wo vorher noch niemand dran gedacht hat. Und das ist unser Weg, natürlich, den wir natürlich mit Made in Germany umsetzen wollen. Leidenschaft und Innovation aus Mittelfranken. Ein Erfolgsrezept, das den Produktkatalog derzeit mit 100 verschiedenen Leuchten füllt. Und wir alle wissen, dass das nur der Anfang ist.